Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Herzlich willkommen, Moana. Hallo Rita. Moana, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch über Gemüsemuffel zu schreiben oder wie man heute eben, glaube ich, auch so schön sagt, Picky Eater? Ich vermute, deine beiden Jungs könnten schwierige Esser sein. Ist das der Auslöser gewesen? ja, unter anderem, genau. Also einerseits beschäftige ich mich schon ganz lange mit gesunder Ernährung und Gemüserezept und so. Und ja, mein erster Sohn, der ist jetzt 7, ist ein kleiner Heikel. Und ich habe auch gemerkt, dass das ganz viele Eltern belastet. Und darum ist das schon lange ein Thema auf meinem Blog und in meinen sozialen Kanälen und inzwischen auch in meinen Beratungen, ja. Und wieso ist das Thema heute dann so, so gefragt? Also ich denke so ein bisschen an früher. Also früher hat man ja um das Essen ja nicht so ein riesen Theater gemacht, sage ich jetzt einmal. Ist es früher einfacher gewesen? Ich glaube, früher hat es auch mehr so die Regeln gehabt, ist einfach, ist auf. Und ich habe gerade gelesen, irgendwo, dass so in der Nachkriegszeit auch, gerade so in Deutschland und Schweiz wahrscheinlich, klar ist gewesen, man muss aufessen, weil man hat ja das Essen jetzt auf dem Tisch. Und inzwischen sind wir in einer ganz anderen Zeit und gesunde Ernährung beschäftigt Eltern spätestens ab der Geburt, wie ich es auch erfahre. Und dann eben plötzlich gibt es, dass das Kind dann auch kein Gemüse mehr isst und. Und dann hat man überall noch so, Vorstellungen, wie muss es essen, wie muss die Ernährung aussehen. Und dann kommen sehr viele Eltern also in den Druck und das merkt man dann. Und es belastet schon sehr viele Eltern, wenn das Kind nicht gut isst. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe 2 Kinder und die sind unterschiedlich gewesen. Also der eine hat sozusagen alles gegessen, der andere weniger. Lustigerweise, jetzt im Teenageralter, hat es sich aber auch noch mal verändert. Also es gibt wie noch einmal eine Phase, wo die ganze Ernährung sich dann irgendwie auch noch mal irgendwie umstellt. Aber vielleicht kommen wir danach noch mal auf das zurück. Ich will gleich noch einmal zu dem normalen Essensverhalten zurückkommen. Du tust das so also ein bisschen mit dem erklären, dass man es früher einfach hat müssen. Du nennst dich ja ganzheitlicher Ernährungscoach. Also, das heisst, du betrachtest das Ganze eben auch wie so in dem Rahmen von dem ganzen Erziehen auch anders oder wie man mit Kind umgeht anders. Ja, also wenn ich es ganzheitlich anschaue, ist es ja nicht nur, wie sitzen wir am Tisch und welche Regeln haben wir, muss jetzt das Kind aufessen oder nicht, was ich sowieso nie empfehle, also Druck und Zwang. Aber ja, es hängt halt damit zusammen, wie gestresst sind die Eltern, sitzen alle zusammen am Esstisch, das kommt oft auch nicht mehr vor in der heutigen Zeit, wenn man so eine, ja, wir leben in einer irgendwie gestressten Welt und alle, wenn die Eltern berufstätig sind, eben, oder Sport und dann das und so, und dann ist man nie als Familie am Tisch und das kann alles Auswirkungen haben. Und dann fängt es natürlich schon auch an beim Angebot, was die Eltern oder wie kochen und essen die Eltern schon. Und dort schaue ich natürlich all die Aspekte an. Und wenn es so ein extremer Picky-Eater ist, also es gibt Kinder, die wirklich sehr, sehr eingeschränkt essen, muss man dann wirklich nochmal eine Ursachenforschung machen. Ist es vielleicht eine Unverträglichkeit, ist es etwas anderes, hat das Kind sogar Angst und dann muss man dann allenfalls noch zu einem Psychologen oder so. Also das muss man eigentlich wirklich alles gut anschauen. Es gibt offensichtlich verschiedene Ursachen, die zu so einem Verhalten führen können. Jetzt hätte ich gerne auf ein Thema ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast es angetönt, also das ganz drumherum, also wie verhält sich die ganze Familie, wie gestresst ist sie oder wie
wie ist überhaupt der Umgang eben auch mit Lebensmitteln? Da kommt mir ein bisschen etwas in Sinn, oder? Man sagt auch, man sollte ja Kind einbeziehen ins Einkaufen, ins Kochen. Spielt das auch eine Rolle für das Essverhalten? Ja, auf jeden Fall, ja. Also, das ist dann ein Basic-Tipp, dass man sagt, ja, lass Kinder mitmachen. Und sehr viele Kinder sind ja auch interessiert, gerade so 2-3-Jährige, dass sie dürfen mitmachen. Und das sollte man unbedingt. Kinder mitmachen, Rüebli schälen, Äpfel schneiden und so. Und das hilft gerade bei einem wählerischen Kind, dass sie sich mit dem Gemüse beschäftigen und dort das mal in den Händen haben. Und vielleicht sogar ein Stückchen abbeissen, was sie am Tisch nicht würden machen. Und auch einkaufen hilft. Oder bei all denen, und das empfehle ich allen, die Stress haben unter der Woche, dass man eine Menüplanung macht. Und wenn man den Menüplan macht, kann das Kind auch mit einbeziehen, dass sie ein Rezept dürfen wählen. So, also das hilft auf jeden Fall. Genau, genau. Und jetzt möchte ich gleich noch auf etwas zurückkommen, wo ich auch selber konfrontiert worden bin. Mit dem einen Bub, der eben auch ein bisschen die Gemüsemuffel richtig gegangen ist. Ich habe mit dem Kinderarzt darüber geredet. Das war so wie ein bisschen die erste Anlaufstelle gewesen. Und er hat immer so beschwichtigend gesagt, ich muss darauf vertrauen, dass die Kinder schon wissen, was sie brauchen und entsprechend quasi das auch essen. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesem Satz. Wie siehst du das? Ja, verstehe ich, dass man Mühe hat, gerade wenn man sich vielleicht selber ein bisschen mit der gesunden Ernährung und Darm beschäftigt. Und es ist so, dass Kinderärzte das sehr oft sagen und Kinderärzte auch zu wenig im Thema sind. Ich sage jetzt nicht, sie haben keine Ahnung. Das Gleiche ist bei der vegetarisch-veganen Ernährung, wenn man einen Kinderarzt hat und der das nicht gut findet oder gut findet. Aber sie sind einfach nicht, das ist nicht ihr Thema. Und sie haben dort vielleicht in der Ausbildung 2-3 Sachen gehabt, wo sie das mal so mitbekommen haben. Ja. Aber ja, es ist so, manchmal, also es stimmt die Aussage schon, dass Kinder sich das holen. Und es gibt auch die Kinder, die sagen, 3 Wochen lang essen sie Spinat und dann essen sie ein halbes Jahr kein Spinat mehr, dafür Brokkoli. Und dort ist es schon auch ihre Natur, dass man abwechselt und sich die Nährstoffe holt. Und es gibt wirklich viele Kinder, die sehr so eingeschränkt und unterschiedlich essen in verschiedenen Phasen und sie haben keinen Nährstoffmangel. Auf der anderen Seite, wenn ein Kind eben ganze, sag mal, Lebensmittelgruppen weglässt, wie gar nie Gemüse hat oder gar nie Obst oder sogar beides, da habe ich auch gerade jemanden im Coaching, muss man wirklich hinschauen, weil dann fehlt wirklich etwas. Und dort kann man nicht einfach sagen, das kommt dann schon. Sondern dort muss man wirklich mal das Kind ein bisschen anstupsen oder animieren mit gewissen Strategien und jetzt eben nicht mit Druck und Zwang. Und mal, oder eben her schauen, wo könnte der Fehler sein, welche Ursache liegt dem zugrund. Mhm, genau. Zum Thema Kinderarzt fällt mir jetzt auch gerade ein, würdest du zum Beispiel empfehlen, bei kleineren Kindern auch zu checken, ob irgendwie eine Mangelernährung vorhanden ist oder beziehungsweise gewisse Sachen vielleicht nicht gut sind, wie das Eisen ist ja immer so ein Thema. Ich habe mich zum Beispiel eben beim einen Bub immer gefragt, ja gut, also wenn ich ihn einfach quasi machen lasse und darauf vertraue, dass er sich das schon holt, was er braucht, wie ja der Arzt gesagt hat, muss ich das aber dann gleich irgendwie checken. Wie stehst du zu dem? Ja, es macht einfach den Sinn, wenn man wirklich den Verdacht hat und der Arzt das auch unterstützt. Und bei kleineren Kindern, so unter 1,5, wenn sie schlecht, wirklich schlecht essen, also auch von der Menge her, macht es Sinn, weil der kann wirklich einen starken Eisenmangel dazu führen, dass das Kind sehr schlecht isst. Und wenn man den behebt, dann isst es auch wieder besser. Das habe ich jetzt auch wirklich schon oft gesehen und das hat es auch wirklich schon in Studien so bewiesen. Bei einem älteren Kind, 3-4, glaube ich nicht, dass ein sehr schlechtes Essen nur mit einem Eisenmangel zusammenhängen kann, aber es macht auf jeden Fall Sinn, mal die Nährstoffversorgung anzuschauen. Und hat es irgendwo Eisenquellen in seiner Ernährung drin? Darum mache ich ja am Anfang von jedem Coaching immer eine Analyse mit einem Ernährungstagebuch, wo man mal wirklich sieht, was ist das Kind überhaupt? Und manchmal hat es auch Eltern, die sagen, mein Kind isst nichts. Und dann sagen, ja, aber es isst 3-mal in Woche Herdöpfle und es hat ja da noch irgendwie Äpfel dabei und jeden Tag einen Äpfel, das ist ja nicht nichts. Also, ja. Aber eben je nachdem macht es Sinn, oder auch wenn ein Kind wirklich Verdauungsbeschwerden hat oder ja, viel Durchfall, dass man auch mal schaut, ist wirklich ein Mangel da. Und wenn ein schwerer Mangel da ist, muss man weiterforschen, weil zum Beispiel Zöliakie oder so etwas wird, oder eine Laktoseintoleranz kann allenfalls auch mehr mit einhergehen oder kann man so erkennen.
Okay. Ja, der Ansatz, das Ganze eben auch niederzuschreiben, das finde ich immer spannend. Das ist ja auch in anderen Bereichen ja sehr wichtig. Und erst dann wird man sich manchmal auch bewusst, dass das oft gar nicht so ist, wie man es eigentlich meint. Also, ich glaube schon auch, dass wir als Eltern natürlich, ja, unter dem Druck stehen, das alles möglichst gut zu machen und unter dem Druck bereits schon gar nicht mehr in der Lage sind, das auch wirklich sachlich zu betrachten. Also, ich denke, ein Einblick von außen hilft auf jeden Fall. Gibt es vielleicht jetzt gerade zu dem Thema noch zwei, drei andere Aspekte, die du so einbringst von außen? Also das eine ist eben quasi so Niederschreiben am Anfang, herausfinden, wo stimmen wir. Wenn wir schon gerade von dem reden, wie gehst du vor in deinem Coaching, wenn eben verzweifelt die Eltern auf dich zukommen? Ja, also am Anfang mache ich wirklich eine kleine Analyse und möchte vor allem eins bezwecken. Ich möchte sehen, wo steht das Kind und dann, wie funktioniert es oder ja, eben wo steht es und wie können wir erkennen, was vielleicht seine Knöpfe sind, die wir lösen wollen. Und es ist schon ein Teil auch im Verhalten der Eltern oder sie können natürlich etwas ändern, was das Kind nicht kann. Das Kind ist in einem ja, anderen Entwicklungsstatus. Ein Erwachsener kann da reflektieren. Aber dass wir als Erwachsene oder wir mit den Eltern erkennen, wo steht das Kind und wie können wir es dort abholen. Das ist ganz wichtig. Manchmal haben die Eltern eben irgendwelche Vorstellungen, wie etwas muss sein. Das Kind hat allenfalls auch seine Vorstellungen oder eben seine, ich weiß auch nicht, was gerade für eine Phase. Und dort bringe ich das eigentlich wieder zusammen. Und nachher geht es darum, dass wir auch die Tischsituation anschauen, eben genau, sitzen alle am Tisch und. Und dann geht es dann im dritten Schritt eigentlich darum, und wie können wir jetzt das Kind animieren oder dort rausholen oder ein bisschen challengen? Gibt es Übungen? Gibt es Geschichten? Gibt es sonst irgendetwas? Und das ist dann halt sehr individuell. Okay. Ich möchte mit dir gerne noch das Thema Vegetarier, Veganer anschauen. Du bist ja, glaube ich, Vegetarierin und teils Veganerin. Das kannst du mir ja danach erklären. Erstens einmal nimmt es mir mal ein bisschen Wunder, wie bist du selber zu dieser Ernährungsweise gekommen? Und wie spielt das dann aber auch wiederum ja, in, so, in die Familienernährung? Oder? Weil wir haben es jetzt vorher also ein bisschen von den Vorstellungen von den Eltern und Vorstellungen von den Kindern. Und wenn jetzt die Eltern Vegetarier sind oder Veganer, müssen, sollen, dürfen Kind dann dasselbe sein? Also das ist ja vielleicht dann auch ein Interessenskonflikt. Aber vielleicht von ganz von vorne, wie bist du zu dem gekommen? Ja, mein Partner war Vegetarier, als ich ihn kennengelernt habe. Und meine Mutter hat damals, glaube ich, auch schon vegetarisch gelebt. Und also wir als Familie haben schon immer wenig Fleisch gehabt und sehr gesund und gemüsereich gegessen. Also, das habe ich nicht auf den Weg bekommen. Damals habe ich dann auch sehr bald in der Gemüsebranche angefangen zu arbeiten. Und das Gemüse ist immer so ein bisschen im Fokus gestanden. Ich habe mich mit diesen Rezepten auseinandergesetzt und sehr gemüsereich auch immer gekocht. Und dadurch, dass ich mit meinem Freund zusammen daheim halt nie Fleisch gekocht habe, Fisch sowieso nicht, bin ich quasi so zur vegetarischen Ernährung gekommen. Und Fleisch habe ich ab und zu auch mal auswärts gegessen. Oder bei den Bauern, die essen halt gerne Fleisch. Und meine Mutter ist dann auch irgendwann vegan geworden und ich habe das einfach die Lebensweise kennt. Habe immer gesagt, das wollte ich nicht. Und bin aber dann eigentlich mehr aus gesundheitlichen Gründen und Nachhaltigkeitsgründen dazugekommen. Und inzwischen lebe ich, würde sagen, so 80% ist vegan. Wir haben halt einfach Käse im Haushalt und das ist schwierig zu verzichten, wenn der da steht. Das habe ich noch. Aber ich habe Pflanzenmilch und ich habe pflanzlichen Joghurt. Und wir haben Fleischersatzprodukte, wir haben Hülsenfrüchte und so. Und decken das sehr, sehr gut so ab. Und meine Kinder, da habe ich auch beim Grossen immer einen Verdacht auf Laktoseintoleranz gehabt. Und habe auch sehr bald auf pflanzliche Milch umgestellt, als er so 2-jährig war. Und gemerkt, es geht ihm besser. Auch beim Kleinen hatte ich dann mal so eine Phase gehabt. Und seither bekam ich auch keine Kuhmilch. Und einfach den Käse, den wir eben haben. Und habe einfach gemerkt, es geht uns besser aus gesundheitlichen Gründen. Und es ist für mich wirklich heute auch so ein bisschen Trendernährung, beziehungsweise die Ernährung von der Zukunft. Weil, wenn man herumschaut, was sind Ernährungstrends, wir müssen wegkommen von dieser Fleischindustrie. Und pflanzliche Ernährung ist einfach viel umweltbewusster. Und ich denke, der Trend wird weiterhin gehen, dass wir mehr pflanzliche Ernährung haben als tierische. Okay.
Jetzt komme ich jetzt eben mit meinen Teenager, Moana. Ich habe keine Chance im Moment, jetzt wirklich 100% auf Fleisch zu verzichten. Meine zwei verlangen das, möchten ab und zu Fleisch essen. Wir essen auch sehr wenig Fleisch, aber ganz davon kann ich nicht kommen, weil jetzt eben die Teenager das wirklich wünschen. Ganz abgesehen davon, dass sie in ihrer Welt quasi so mit Fitness-Geschichten, Ernährungsgeschichten auch noch konfrontiert werden. Protein ist so ein Riesenthema. Was würdest jetzt du machen, wenn jetzt deine Kinder vielleicht im Teenageralter dann auch sagen, ja, aber wir wollen jetzt Fleisch essen? Genau, die Frage wollte ich noch ja, auch beantworten. Also wir haben den Kind in der Kita und bei den Großeltern freigestellt, wie sie essen, und sie dürfen Fleisch nehmen, wenn sie möchten. Wir haben einfach gesagt, sie leben vegetarisch daheim. Und wenn sie das aber am Tisch sitzen mit dem Kind, und ich wollte einfach nicht, dass sie ausgeschlossen sind. Und das haben sie wirklich so gemacht. Der Kleine ist im Moment recht strikt, dass er von sich aus sagt, er will kein Fleisch. Der Gross, der isst es auswärts. Großeltern machen so gerne mal. Und dann gibt es das halt. Und bei uns ist aber klar, wir machen das nicht. Und das ist auch für alle klar. Und wir haben pflanzliche Alternativen. Und so würde ich es allen empfehlen, weil sonst hat man auch wieder einen Stress. Es gibt Eltern, die das machen, das weiss ich. Es gibt auch die, die wirklich rein vegan leben und sagen, es muss auch auswärts auf einem Kindergeburtstag nachher so essen. Okay, also muss man für sich als Familie wirklich entscheiden. Ich möchte das nicht und finde, sie dürfen und wirklich entscheiden und ein bisschen frei so sich entwickeln, damit sie auch selber einen Willen und ja, eine Einstellung können entwickeln können und später auch selber entscheiden. Also das überlasse ich ihnen. Was hilft jetzt im Fall von deinen Söhnen, dass du einerseits Wissen vermittelst, Wissen, warum weniger Fleisch gesünder ist, auf der anderen Seite, wenn du Fleisch kaufst, halt wirklich Bio vom Bauern, den du vielleicht noch kennst, also, und nicht irgendwie verarbeitetes Fleisch. Das macht auch einen grossen Unterschied. Und es gibt auch zum Beispiel gerade Sportler, gibt es ein paar Vegane, die man so ein bisschen kennt, die auch zeigen können, wie man auch pflanzliche Proteinquellen sehr gut kann einbinden und so können nutzen. Also das wären so meine drei Vorschläge. Okay, tun ich so teilweise bereits schon umsetzen. Das ist natürlich jetzt auch eine ganz spezielle Phase, eben, wo sie sich ja selber wollen definieren und wollen Entscheidungen fällen. Und ich finde deinen Ansatz natürlich sehr gut, dass du, wie sagst, zuhause gibt es die Familienkultur. Das ist ja nicht nur in der Ernährung so. Man muss ja die Familienwerte definieren. Und die Kinder müssen dann mit der Zeit halt wie lernen, entweder nehmen sie die Werte an oder sie übernehmen halt von außen andere Werte. Über in der Ernährung oder in anderen Verhaltensweisen ist das ja überall so. Was ich jetzt aber mitnehme, ist vor allem das, was du gesagt hast, wenn man dann ja, auf dem Ziel dann verharrt, oder, dass man irgendwie etwas will durchsetzen, führt das zu Stress. Und Stress ist einfach so oder so nicht gut. Ob in der Ernährung oder in anderen Themen genau gleich. Also ich glaube, das ist etwas, wo ich jetzt so fast, ja, jetzt für mich schon mal als erstes wichtiges Learning mitnehmen. Du hast vorher auch noch gesagt, eben, du hättest so ein bisschen gewechselt, sogar richtig Veganerin, eben nicht nur wegen gesundheitlicher Überlegungen, sondern weil das auch ein Trend ist, weil das Zukunft wahrscheinlich ist von der Ernährung. Also offenbar hast du noch andere auch Aspekte, oder, wo für die Verhaltensweise oder Ernährungsweise sprechen. Nachhaltigkeit ist vielleicht das Thema. Tierwohl, ist das auch eine Geschichte, die mitspielt? Ja, also Tierwohl ist sicher ein Punkt. Ist bei mir einfach nicht der erste, wie das bei gewissen Veganern oder vielleicht Vegetarier ist. Aber natürlich, also ist mir auch wichtig. Aber der gesundheitliche Aspekt ist, glaube ich, an erster Stelle und nachher der Umweltaspekt. Wo, ja. Und klar, Tierwohl und Umweltaspekt sind zusammenhängend. Also die ganze Massenproduktion oder Rindproduktion hat einen Zusammenhang, klar. Und ja, was mir noch weiter wichtig ist, ist, dass man nicht viel immer die Fertigprodukte hat. Und da muss man auch bei den veganen Produkten natürlich herschauen, Etiketten lesen. Das ist etwas. Und ich denke einfach, darum ist es ein Trend, weil wir wirklich mit all dieser Industrienahrung, wir kämpfen mit Übergewicht, mit Zivilisationskrankheiten.
da, glaube ich, ist schon ein Zusammenhang mit, wie wir uns in den letzten 50 Jahren oder so ernährt haben und auch unsere Eltern schon. Und ja, was ich gerne würde, ein bisschen eine Änderung reinbringen in mehr frisch und mehr pflanzlich. Okay, ja, das finde ich sehr unterstützenswert. Mir fällt jetzt gerade noch etwas ein. Zucker haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ist das auch ein Thema in deiner Coaching-Arbeit? Weil, also wir zum Beispiel, wir kennen wie nicht weg von dem Zucker. Wir probieren immer wieder natürlich auch so ein bisschen zu reduzieren. Aber wir sind grosse Bach-Fans und essen gerne süß. Wie ist da deine Haltung zu dem Thema? Ja, das ist auch ein sehr grosses und schwieriges Thema, da gebe ich recht. Es ist in meinen Coachings natürlich ein Thema, weil gerade Kinder, die ich manchmal sehe, die zwei oder drei sind, die schon recht viele Süßigkeiten bekommen, also auch wieder so Industriesüßigkeiten, das ist ein Zusammenhang, die essen wirklich auch schlechter Gemüse. Also das ist wirklich ein Zusammenhang, den auch Studien bewiesen haben. Das gleiche wie Kinder, die sehr viel Milch trinken, die dann einfach allgemein schlechter essen und auch weniger Gemüse. Das gibt es wirklich auch zusammenhängend. Beim Zucker ist es halt auch ja, unsere Gesellschaft, wo überall ist alles noch gesüßt und es ist ein Geschmacksverstärker und es ist in allen Fertigprodukten noch Zucker drin und. Man kann seine Geschmacksknospen angewöhnen, dass sie ein bisschen weniger verträgen. Also das ist bei mir so. Wenn ich das gleich habe mit meinem Partner, der hat auch gerne Süßes. Und wenn er irgendwelche, weiss ich nicht, Schokobons mal hat, die finde ich so süß. Hingegen, ich bin eher bei der schwarzen Schoki, die auch schon weniger Zucker hat, mehr Bitterstoff drin hat. Oder bei halt gesunden Schoki, die zum Beispiel mit Kokosblütenzucker, was zwar auch ein Zucker ist, also es ist nicht ein Zuckerersatz eigentlich, aber halt ein bisschen weniger gesüßt ist. Und auch da sage ich, ja, selber machen, ein bisschen weniger Zucker brauchen, das bringt schon etwas. Und es gibt inzwischen ein paar Zuckeralternativen, die man gut verwenden kann, die natürlich sind, wie zum Beispiel ein Yakun-Sirup, das ist etwas Neues. Ahornsirup ist noch etwas, was so ein bisschen geht. Man muss dann, also es ist ein sehr tiefes und grosses Thema, oder, wo man dann noch reingeht. Fructose sollte man ja nicht in grossen Mengen zu sich nehmen. Und ja, für kleine Kinder empfehle ich da, um es kurz zu machen, mit Bananen, mit Datteln, Dörraprikosen, Äpfelmus und gesüßtem Süßen. Und das reicht eigentlich für kleine Kinder. Ja. Und auch meine Rezepte im Buch sind übrigens auch eigentlich so gesüßt oder mit wenig bis kein Zucker. Also nicht weißen Zucker, das hat es in keinem Rezept. Ja. Sehr gut. Ich denke auch da, es gibt wie so Mittelweg. Höre ich daraus raus und hängt aber auch damit zusammen, dass wir vieles eben auch gar nicht mehr so wissen, oder? Mit was kann man sonst vielleicht etwas noch süß machen und mit mehr Wissen oder mit Tipps aus deinem Buch oder aus deinen Rezepten kann man natürlich dann auch ein bisschen lernen, eben eine gewisse Süße hineinzubringen, die vielleicht eben nicht so krass süß auf der einen Seite und vielleicht auch weniger ungesund ist als einfach der Industriezucker und wo man sich irgendwo in der Mitte kann finden oder ohne ganz müssen darauf zu verzichten. Finde ich sehr einen coolen Ansatz. Jetzt tönt das alles so wunderbar, Moana, wenn du das erzählst. Und ich denke, auch als Eltern kommt man mit grossen Erwartungen auf dich zu, Ernährungscoach und jetzt wollen wir so Tipps und so, aber kommst du selber manchmal auch einen Anschlag? Oder gibt es auch Sachen, wo du musst sagen, hey, das habe ich probiert, es geht einfach nicht, habe ich müssen verwerfen, wo du einfach mal das Fünfe musst auch gerade stehen lassen. Gibt es das? Ja, auf jeden Fall. Aber gerade wie wir vorher darüber geredet haben, ein Kindergeburtstag. Da bin ich immer noch, auch jetzt, also eben der grosse Sydney, sie hat vielleicht vor 2 Jahren angefangen, manchmal ein bisschen schockiert, dass dort als Süßigkeiten halt auch heimgenommen wird, dass man das heute muss. Man muss jedem ein Säckchen mit noch Smarties und Zuguss und sowieso mitgeben. Da bin ich schon immer noch so ein bisschen. Ja, und dann tue ich es auch mit dem Grossen besprechen und sage, er soll sich halt wenigstens gut einteilen. Also ich nehme es ihm nicht weg. Außer er sagt bei etwas, was grusig ist, hat er auch schon gemacht. Und dort wollte ich mit ihm einen normalen Umgang haben, dass er einfach weiss, es gibt eine Süßigkeit pro Tag. Das ist heute unsere Regelung. Meistens, wenn ich Energy Balls mache, übrigens gilt das für meine Kinder auch als Süßigkeit. Und das finde ich eben auch gut. Dann haben sie etwas Gesundes mit noch ein bisschen Nährstoff drin, was ja irgend so ein Schleckstängel halt einfach nicht hat.
Und ich tue ihnen auch nochmal so ein bisschen vermitteln und sagen, wenn sie jetzt so einen Schleckstängel nehmen, müssen sie dann halt einfach wirklich die Zähne putzen, weil sonst kommen die, wir haben Zahnteufel, ja, die kommen dann halt. Und beim Grossen ist halt noch ein weiteres Thema, der hat immer sehr viel erbrochen und schnell. Und dann kann ich ihm halt das auch sagen, und das versteht er, dass wenn er zu viel so Sachen isst, ich einfach Angst habe, dass er wieder erbricht. Und das hilft ihm, dass er dort auch ein Mass hat. Und ja, aber eben, also meine Kinder essen auch, das finde ich auch, genug Gemüse, sie essen ausgewogen, wir haben Vollkorn und dabei. Und dann ist es okay, wenn sie mal etwas Süßes haben oder es mal eine Ausnahme gibt. Und dort eben, bin ich nicht so, dass ich darauf bestehe und selber einen Stress habe. Okay. Wie siehst du so ein bisschen Interessenskonflikt oder auch überhaupt ein Konfliktpotenzial mit Schule oder zum Beispiel auch Grosseltern? Du hast vorher die Rolle der Grosseltern schon ein bisschen angetönt. Eben, sie dürfen dann zum Beispiel mit den Grosseltern Fleisch essen. Es tönt, glaube ich, harmonisch bei euch, aber oft sind eben Grosseltern so die, die dann quasi die Familienwerte auch ein bisschen crashen. Und die Schule eben auch, oder? Auch das hast du ein bisschen angetönt. Also, was soll man denn da überall intervenieren oder Feedbacks geben zumindest? Oder wie siehst du dich da jetzt in diesem Dreiecksverhältnis? Eben nicht nur als Mutter, sogar als Ernährungscoach, oder? Yeah. Ja, da kann ich jetzt gerade ein Beispiel erzählen, wo vielleicht ein paar werden lachen, die das hören. Aber also Punkt 1 bei den Grosseltern, ja, das ist so. Und wenn man Konflikt mit den Grosseltern hat, empfehle ich einerseits das Gespräch zu suchen. Also beide Elternteile mit den Grosseltern. Und auch mal mitteilen, man hat seinen eigenen Wert als Familie und man hofft, dass die Grosseltern sich da zumindest ein bisschen daran halten und nicht eben crashen. So. Ich habe auch schon Leute im Coaching gehabt, Familien, die gesagt haben, das Kind geht zu den Grosseltern, der steht schon auf dem Sofatisch, das Schäleli mit irgendwelchen Schöckeli und das Kind geht rein, gerade zur Schublade und so. Und dort würde ich wirklich Gespräch suchen. Dass es bei den Grosseltern Ausnahmen gibt, also die haben vielleicht mal mehr etwas Süßes gegeben. Oder wie jetzt bei meinen Schwiegereltern, die halt sehr oft noch irgendwie eine Bratwurst machen und die Kinder das gerne haben, wobei sie essen die vegane Bratwurst genauso gerne. Das habe ich gefunden, ist jetzt etwas, wo ich nicht mal gestritten habe und ich bin froh, dass sie hüten und das lasse ich einfach so stehen. Keine Ahnung, wie es herauskommen könnte, wenn ich jetzt würde anfangen zu diskutieren. Sie würden sich vielleicht daran halten, aber es nicht verstehen und das ist halt auch ein ja, Alters- oder Generationenkonflikt allenfalls. Bei der Schule ist es so, da gibt es glaube ich auch sehr grosse Unterschiede. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Kindergarten, bis vor einem Jahr hat es so ein Ampelsystem gegeben. Und die haben wirklich nicht einmal Bananen dürfen mitnehmen, wo ich ja gefunden habe, okay, da habe ich sagen, also wir essen daheim Bananen. Und dann ist er in die erste Klasse gekommen, letzten Sommer, und der gilt gar nicht mehr. Und die Eltern haben natürlich, oder es gibt immer die, die Süßigkeiten dabei haben, oder? Das ist so ein bisschen Punkt 1 und man verliert natürlich die Kontrolle, dann muss man schon auch damit klarkommen. Was ich jetzt gemacht habe, was aber sicher viele nicht werden, er ist in Religion und dort hat die Religionslehrerin nach jeder Stunde ein Schöckchen Süßigkeit, Zuguss, irgendetwas gegeben. Und dort habe ich dann einfach mal nachgefragt, warum sie das macht, weil mir ist auch vorgekommen wie eine Belohnung. Und ich finde, belohnen mit so Süßem nicht okay. Also muss man einen Religionsunterricht belohnen? Das war meine erste Frage. Und zweitens, warum sie das macht. Sie war recht perplex und hat sich das wie noch nie überlegt. Und ich habe einfach gefunden, eben, im Kindergarten gibt es das Ampelsystem, ja, nichts Süßes. Und dann ab der ersten Klasse wird es dann noch geben. Und was zum Beispiel auch ist, das Zweite, dass sie, wenn sie irgendwie viel, so Kleberli gesammelt haben, gut gerechnet haben, zum Beispiel, gibt es nach 5 Kleberli irgendwo ein Sauce. Oder ein Gummibärli. Das finde ich halt auch, ja, man könnte es allenfalls anders machen. Aber dort habe ich es gefunden, tue ich nicht auch noch eingreifen. Aber bei Religionslehrerin hat eigentlich frage ich einfach mal nachher. Ja, das kann ich nachvollziehen. Gewisse Parallelen kann ich auch so auch erlebt. Also das kommt mir einiges bekannt vor. Ich glaube tatsächlich, dass man dort auch Feedbacks geben darf, weil
Häufig habe ich den Eindruck, dass so Verhaltensweisen ja nicht einmal irgendwie etwas wirklich bezweckt oder bewusst eingesetzt werden, sondern irgendwie aus alten Gewohnheiten, vielleicht eben aus früheren Zeiten, wo ja vielleicht eben ein Saugus auch wirklich etwas sehr Spezielles war, und mit dem vielleicht auch eher sparsam umgegangen ist, und heute hinterfragt man es eben nicht. Und ich finde das eigentlich schon gut, dass man das macht. Und gerade in der Rolle als Mutter lernt man ja plötzlich eben die Welt wie aus einer anderen Perspektive zu sehen und hinterfragt eben auch alte Zöpfe. Und ich finde, das darf man schon einbringen. Ja, jetzt hast du all deine Erfahrung auf der einen Seite in deinem Blog. Du bist als Miss Brokkoli unterwegs, bloggst schon manches Jahr, tust dort Rezepte präsentieren, tust Tipps, Tricks rund um die Ernährung. Und jetzt hast du ja all dein Wissen und deine Erfahrung auch in ein Buch hineintun. Kannst du uns ein bisschen mehr zu deinem ersten Werk, und ich sage bewusst erst, weil ich hoffe, dass da noch mehrere Folgen werden. Ja, was erwartet der Leser und die Leserin, wenn sie dein Buch kaufen? Ja, ich möchte mit meinem Buch vor allem zeigen, dass gesunde Ernährung Spass machen kann und dass auch Gemüse Spass machen kann, weil das sehr oft eben so ein Konfliktpunkt am Esstisch ist. Der erste Teil ist ja so ein bisschen Ratgeber, wo es aber vor allem eben auch um pflanzenbasierte Ernährung geht. Das steht zwar nicht auf dem Titel, aber meine Rezepte sind alle vegetarisch, vegan. Wer mich kennt, sollte das wissen. Und es geht auch darum, wie bringe ich alle Nährstoffe ins Kind, blöd gesagt. Und das ist etwas, was halt viele Eltern auch beschäftigt. Welche Nährstoffe sind wichtig? Wo finde ich sie? Und auch, es hat wirklich Tipps, wie bringe ich mehr Ruhe an Esstisch. Also das sind so die Anfangssachen und Tipps im ersten Teil. Und der zweite Teil, das ist glaube ich etwa zwei Drittel vom Buch, sind dann halt wirklich Rezepte. Das hat ein paar Zmorgenrezepte. Ganz viel nach Gemüse sortiert, Mittagessen oder Abendrezept und dann noch ein paar Süßigkeiten, die gesund sind, eben ohne weißen Zucker. Und ja, ich wollte einfach mit diesem Buch zeigen, dass es Spass machen kann. Schnelle, einfache Küche, dass man eben frisch kochen kann und nicht muss mit Fertigprodukten aushelfen. Dass man vielleicht auch Meal Prepping machen kann oder einen Menüplan als Tipp und habe auch wirklich Tipps drin, wie man das umsetzen kann. Und hoffe so, dass ganz viele Eltern so versuchen, sich gesünder zu ernähren. Genau, also da bin ich überzogen. Ich habe ja das Buch von dir bekommen, ich habe das angeschaut. Unterdessen sind meine Kinder ja nicht mehr wirklich so picky eater. Also klar, sie haben natürlich auch immer wieder neue Mödeli, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch an die Eltern, die zuhören, gerichtet, da gibt es natürlich Tipps einfach ganz allgemeiner Natur. Also selbst wenn man normal gute Esser hat in der Familie, selbst dann ist dieses Buch wirklich Gold wert, und zwar im Sinn von eben einfach andere Ansätze mal, neue Tipps, oder für mich hat's einige Sachen drin, wo ich so, ja, man hat es vielleicht einmal gehört, eben, wie kann ich gewisse Sachen anders süssen, aber wo man dann einfach irgendwo auch wieder ein bisschen vergisst. Und also ich finde, auch wenn man vielleicht das Cover anschaut, ist es Jungskind drauf, aber es passt ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive, für alle Altersgruppen, und auch wenn man kein Problem hat, ist es ein riesen Fundus, bietet das Buch an, ja, Rezept, Tipps und extrem viel Wissen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert und wo ich eben darum hoffe, dass es nicht bei dem bleibt. Das ist so. Ich werde sicher. Das ist nicht mein letztes Buch, ja. Genau, also ich, wahrscheinlich brennt es dir ja schon unter den Fingern, irgendwie mit einem zweiten zu starten. Ich danke dir für das spannende Gespräch und auch für für die angenehme Art, wie du das eigentlich schwierige Thema auf eine gute Art und Weise kannst überbringen, ohne dass es dann eben wieder zu einem Druck wird, oder so quasi, oh nein, jetzt muss ich, ja, ich muss mich jetzt an einen Ernährungscoach wenden, und dann muss man da, ich weiß nicht wie, systematisch vorgehen, und dann muss ich etwas ändern. Ich glaube, eine gewisse Lockerheit, und das hast du auch ganz schön gesagt, oder? Einfach, es muss einfach am Schluss Spass machen, und ich glaube, das ist dann schon fast der Schlüssel, dass sich das Ganze ein bisschen entspannt und die Möglichkeit eben auch bietet, sich auch neue Sachen aufzumachen. Ich glaube, ich habe dich so verstanden. Ja, eben, wie ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass so viel mehr Familien weniger Stress am Esstisch haben und
bisschen mehr wissen, wie sie gesund und einfach kochen können, weil das muss man haben im Alltag mit Kind. Und durch das sich gesund ernähren, weil so setzt man wirklich einen Baustein oder ja, investiert in die Gesundheit der Kinder, in die Zukunft. Und man legt halt wirklich Grundsteine für Erziehung am Esstisch jetzt schon, für auch wie sich später die Kinder ernähren. Und darum finde ich das wichtig und darum ist das meine Mission. Und eben ja, viel mehr Spass am Esstisch macht einfach allgemein mehr Spass in der Familie. Und das wünsche ich allen. Dann hoffen wir, dass ganz viele Eltern sich jetzt inspirieren lassen. Einerseits von deinem Blog, andererseits natürlich von deinem Buch. Und die entsprechenden Links, die werden wir in den Shownotes natürlich festhalten. Und dir, Moana, wünsche ich weiterhin viel Spass bei dem, was du machst. Bei all dem, was du machst, muss ich sagen, du machst sehr vieles. Und vor allem auch viel Erfolg mit dem Buch. Tschüss, Moana. Tschüss, Rita. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Broccoli folgst oder auf Instagram underline Miss Broccoli und natürlich auch meinen Blog www.missbroccoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein wählerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch. Ich freue mich, dich kennenzulernen.